So und hallo, oh, falscher Knopf, hallo, oh meine Welten, Final Fantasy 14 Freunde und Let's Fetch Let's Play Zuschauer. Wir machen hier weiter mit der Hauptgeschichte, indem wir den Mond-Untergrund abgeschlossen haben und zum Ausgang gehen. Schauen wir doch mal, ob meine Theorie bevorsteht, die ich aufgestellt habe mit Durant ist der Bösewicht und er absorbiert dann Golbets und wird dann selber, nimmt er den Namen an oder so in der Richtung. Oder ob Golbets einfach Golbets bleibt. Punkt. Ja, da ist der Golbets. Genau, sind ja nicht wirklich wir. Und jetzt machst du einen Memoria aus ihm? Warum du? Warum du und nicht ich? Und absorbierst ihn oder so? Du warst stark und stolz. Aus dem Holz eines wahren Helden geschnitzt. Selbst in 100 Lebzeiten hätte ich dir nicht das Wasser reichen können. Aus mir wurde doch nur deswegen ein ansehnlicher Ritter, weil du... weil du stets an mich geglaubt hast. Jetzt kein Memoria aus ihm machen. Sehen wir jetzt, wie er ohne Helm aussieht? Oh mein Gott. Jetzt liegt er einfach da. Gut, das ist nur, damit er den Helm gleich aufheben kann und sich selbst aufsetzen. Du würdest kein Monster werden wollen, das Schmerz und Leid sät. Aber dich töten? Wie könnte ich? Dann absorbier ihn, nimm ihn in dich auf und nimm seinen Namen an. Diese bewusste Wahl, dass nicht das Gesicht gezeigt wird. Ist eine andere Macht, die er gerade... So glaube in endlosem Schlummer, bitte genauso fest an mich, wie du es schon immer getan hast. Auf dass ich dich einst retten werde. Das sieht jetzt nach Licht aus. Licht, Stillstand. Sah nicht nach Memoria aus. So eine Macht noch existiert. Okay, oh, war sein Memoria, okay. Genau, jetzt nimmst du das Helmchen und nennst dich Golbets ihm zu Ehren. Meine Theorie scheint gestimmt zu haben. Denn der Held Golbets wird niemals vergehen. Wieder mal sehr durchschaubar. Deinen Namen will ich tragen, während ich weiter um das Schicksal unserer Welt ringe. Ich hatte recht. Nicht, dass ich super stolz drauf sein muss, weil es klar durchschaubar war, aber ich hatte recht. Crazy, das ganze Dungeon war jetzt in dem Kristall. Amüsant. Scheinbar hat uns die Realität wieder. Nur den ersten Abschnitt außerhalb und den ganzen Rest im Kristall drin. Gedungeon. Gewölbt. Gewölbiert. In dieser Memoria ist der Held Golbets versiegelt. Hat ihn also nicht absorbiert. Ist der Feind, gegen den wir uns die ganze Zeit gestemmt haben? Durante! Ganz recht. Ein Schwindler, der sich das Gewand dieses Helden lediglich übergestreift hat. Ja, aber das haben wir schon lange gewusst, nicht wahr? Ja?
So lautet dein wahrer Name also Durante. Exacto. Ich bin Durante. Die Geschichte hat Durante längst getilgt. Lediglich Golbes wird überdauern. Aber was tut das noch zur Sache? Solange ich Herr meiner Sinne bin, ist es mein erklärtes Ziel, diese Welt zu retten. Und stellt ihr euch gegen Seromus, so stellt ihr euch gegen mich. Jetzt interessant, was heißt denn in deinen Augen retten? Weil wir würden ja rein theoretisch was ganz Ähnliches vorhaben. Was heißt retten bei dir? Wir kennen deinen Plan. Du willst allem Leben hier im Nichts eine Erlösung im Tod schenken. Ja. Deshalb fällst du in eine dir fremde Welt ein. Dem von dir gewählten Weg kann ich nicht zustimmen. Aber dein Wunsch, diese Welt zu retten. Kriege mal hin, wir pumpen ein bisschen Licht rein. Diesen Wunsch teile ich mit dir. Warum können wir uns also nicht zusammentun? Einst habt ihr mich das gefragt und ich lehnte ab. Aber nun stehe ich vor dir mit derselben Frage. Okay, solange du auch eine Lösung mitbringst, was wir ja haben. Weil du jetzt fragst ihn ja nur ganz blank einfach. Aber du hättest ja auch schon eine mögliche Lösung. Lichttransport. Dann sag mir, reicht deine Macht an die von Seromus heran? Oh nein, das macht nicht so ein... Denn falls nicht, sind wir beide nichts weiter als zwei kümmerliche Nichtskreaturen, die sich in ihrer Verzweiflung aneinander klammern. Wie sollen wir diese Welt retten? Durch Gleichgewicht. Wir können vielleicht keine Berge versetzen, aber... Aber wir müssen Berge versetzen! Ja, wir können ganze Planeten verschieben, sozusagen, energietechnisch. Also machen wir hier mal ganzen ruhigen, ihr habt mein Großer. Ihr habt in Golbes Vergangenheit geblickt, oder nicht? Dann solltet ihr euch darüber im Klaren sein. Dass ich, du dir der die seine Wahrheit Namen einredest. Annahm, ließ nichts unversucht, um den Memoria-Krieg zu beenden. Ich streckte die Erwählten nieder, die der Dunkelheit dienten, und suchte nach einem Weg, um seine Verwandlung aufzuheben. Ja, dann hör mal ihren Plan an, dann kannst du immer nur Nein sagen. Was hältst du davon? Und endlich traf ich jemanden, der wusste, wie die Wurzel dieses Übels zu beseitigen war. Igejorm. Sie war es, die mich auf den Mond führte und mir von dem großen Schuldigen erzählte. Dem Apostel des Lichts, der einige von uns mit unbändigen Mächten segnete und der Grund für den anhaltenden Krieg war. Natürlich glaubte ich alles und erschlug den Apostel. Und in diesem Moment ergoss sich die Dunkelheit über die Welt. Die Flut der Dunkelheit. Das warst du? Der 13. Splitter war der erste Versuch der Ascheans, die Welten zu vereinen. Emet Selch sprach davon, dass es damals noch keine erprobte Strategie gab. Der Zodiac dieser Welt wurde jedoch geweckt, ohne eine Katastrophe im Ursprung auszulösen. Das bedeutet, dass die Dunkelheit nirgendwohin entweichen konnte und sich stattdessen als Flut über den Splitter selbst ergoss. Die Ascheans gaben uns auf und flohen. Und ich stand vor den Trümmern meiner Tat, zornig, dass ich belogen und betrogen wurde. Nie wieder würde ich so einfältig sein, das schwor ich mir. Und fortan suchte ich alleine nach einem Weg, den Kreislauf des Lebens wiederherzustellen.
Eines Drachen habhaft zu werden, war ein großer Schritt nach vorn. Astaja Senoma Aether war mir mehr als einmal von guten Diensten. Aber es war nicht genug. Nicht um alle zu retten. Die dramatische Kameraführung mit dem Gesicht. Na, ranzoomen. Lange hielt ich mich bedeckt und wartete, bis ich endlich die lang ersehnte Macht zu fassen bekam. Sie offenbarte sich als der Leichnam der Dunkelheit höchst selbst, der stumm auf dem Mond schlummerte. Selbst die Arschiens konnten ihn nicht bergen, und so wurde er wieder zu Äther. Aus ihm wird schon bald Serumus entsteigen, das mächtigste aller Nichtswesen. Beflügelt von dem Wunsch des Drachen, in die geliebte Heimat zurückzukehren, werden wir den Wall der Welten niederreißen. Können wir jetzt einmal unseren Plan erzählen, mit mehr Licht und so? Und jede von Dunkelheit, Krieg und Hunger entstellte Seele wird hinübergleiten, um endlich sterben zu dürfen. Willst unseren Plan nicht hören, oder? Dies ist unser aller Erlösung. Und Golbes hat sie uns gebracht. Oh je. Du steckst fest in deinem Fanatismus. Wärst du bereit, einmal zuzuhören? Gegenplan? Du bist wahrlich nicht mehr zu retten. Ich bedarf auch keiner Rettung. Serumus wird schon bald erwachen. Erzähl ihm doch von dem Licht. Vielleicht hört er einmal kurz zu. Nein, halten wir ihn auf. Wollen wir ihn nicht aufhalten? Wird er sich nicht noch irgendwie mit Serumus am Ende vereint oder also so? Also was nun? Nehmen wir die Verfolgung auf? Warum haben wir ihn nicht gleich aufgehalten? Warum stehen wir nur dumm rum? Selbstverständlich. Deswegen sind wir schließlich hier. Außerdem... müssen wir wieder Lichtbuddies rufen. Vertrauen ist ansteckend, wie Iulus sagt. Was ihr mir mitgegeben habt, gedeiht in mir unaufhaltsam weiter. Wir haben ihn sogar die Tür hinter sich zumachen lassen. Ich meine, wie idiotisch ist das? Kann er also nochmal verriegeln, komm mal schwerer rein. Was ist das für eine Dumpf-Spaggo-Aktion, den da jetzt reinlatschen zu lassen? Lasst uns voranschreiten. Golbez und Serumus erwarten dich. Es wird sicherlich kein einfacher Kampf. Bist du bereit? Wo sind wir denn bei 13 Minuten? Ja, ist schwer zu sagen. Sagen wir mal ja. Und leben halt mit dem Resultat. Das ist so ein instanzierter Kampf. Wer weiß. Weil Buddies rufen tue ich ja jetzt gerade nicht. Tsching. Jetzt stellen wir ihn hier, da wo er kämpfen will. Ich hätte den Moment unserer Erlösung gern mit eigenen Augen gesehen. Aber für Eigensinn ist hier kein Platz. Mein Plan darf nicht scheitern. Keinen Schritt weiter lasse ich euch gehen. Wir lassen ihn nur noch auf Zeit spielen. Was dürfen wir machen? Eine Äther-Attacke, weil wir keine Klasse haben dürfen in dem Moment. Ne? Gar nichts. Wir machen gar nichts. Okay. Dieser Körper ist zu geschunden. Die Wunden kosten mich den Sieg. Aber deswegen habe ich euch an meiner Seite. Okay. Kommt jetzt irgendwelche freshen Nichtswesen-Buddies. Die sind wieder da. Ich habe gedacht, wir haben sie zu Memoria verarbeitet.
Okay. Aber er hatte doch gar keine Drachenenergie mehr und die haben wir zum Memoria gemacht. Wie kann das sein? Er hat seine Fürsten wieder erweckt. Das kann nicht sein. Skarmilione und Barbarizia sind in Memoria geschlossen. Kanyatsu und Rubikante starben im Ursprung. Nein. Ihre Ätherstruktur unterscheidet sich deutlich von den echten Elementarfürsten. Vielmehr sind es ihre Schemen, geformt aus den letzten Überresten des Äthers, der in ihren Thronen verblieb. Okay. Dann sind sie auch dementsprechend schwach. Nur Mut, Freunde. Sie werden uns nicht bezwingen. Ja, entweder sind dementsprechend schwach oder den Rest deiner Schwester an sie verfüttert. So mit Auge und allem drum und dran. Geh und stelle dich Seromus. Wir halten dir hier den Rücken frei. Na dann wird's vielleicht doch ein... Niemals! Ruf deine Buddies Kampf. Stylisch. Ja, da sind ihre Haare als Rüstung. Okay, wir kommen nach, versprochen. Und so verschafft sie uns Zeit, um dann vorbeizureiten. Ja, sicher. Sie hängt in der Luft. Ganz todesmutig springen wir hinein. In den Abgrund. Ohne Rücksicht auf Verluste. Oder wie man heutzutage sagt, YOLO! Ihr könnt Seromus Erwachen nicht aufhalten. Und ist es erst geschehen, wird er alles verschlingen, was sich ihm in den Weg stellt. Ganz gleich, wie tapfer und stark seine Widersacher auch sein mögen. Ja, du bist traumatisiert. Alles klar. Na, das werden wir ja sehen. Dies ist nun wirklich nicht die erste verzweifelte Schlacht, die unser Bester schlagen muss. Ja, sagt unseren Namen nicht, genau. Du musst ja ausweichen. Und Peaks! Was ein dragooniger Move. Und kein einziges Mal hat er den Mut verloren. Warum auch? Jetzt eine Runde Kombi-Angriff. Nein. Vitras Einsatz. Block, 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 block. Und Konterangriff. Wunderbar. Einmal aufgeschlitzt und weg ist er. Denn er schreitet festen Schrittes voran. Der Zukunft entgegen. Und so werden weder er noch wir heute fallen. Natürlich nicht. Ganz gleich, Versuche. Wie stark das Nichts auch ist, er wird siegen. Darauf vertrauen wir aus ganzem Herzen. Leute, der Feuertyp fehlt noch. Achtung. Denn er bringt uns das gleiche Vertrauen entgegen. Und wir werden ihn niemals enttäuschen. Aber der Feuertyp hinter dir. Vorsicht! Kame! Kame! Nein, nicht. Kein Strahl noch. Ich hätte jetzt von Goldbetz noch irgendwie so einen Strahl erwartet, aber er macht nur Schutzschild. Was ist jetzt mit dem Feuerheini? Der ist noch gar nicht besiegt worden, oder? Habe ich das verpasst? Stol hat den Erdfuzzi weggeballert. Ist die nun hat sich um Wind gekümmert? Und wir trauen Wasser. Und Zero hätte für Feuer machen können, hat sich aber um Golbets gekümmert. Also ist der Feuerfuzzi noch da? Ui. Okay.
Aber das können wir jetzt so nicht zulassen, würde ich sagen. Weil dabei würden ja ganz viele Wesen sterben. Wärst du vielleicht bereit, einfach wieder dich aufzulösen und so im Nichts zu verschwinden, so in der Richtung? Ist das vielleicht möglich? Ja, nach Hause, nach Hause. Und nichts und niemand wird mich daran hindern. Ja, stylisch gemacht. Mit dem, wie die Existenz splittert um einen herum. Stylisch. Ist bestimmt auch im Kampf eingebaut, oder? Und wir rufen unsere Buddies. Gib uns Azdaya zurück. Hier wird kein Wall eingerissen. Ja. Azdaya kriegen wir ja. Was weiß der schon über Azdaya? Hier wird kein Wall eingerissen, mein Freundchen. Nichts und niemand. Und wir beschwören Buddies herbei. Oh yeah. Ist das schon die Kampfmusik? Oh ja, yeah, die geht ab. Oh ja. Yeah. Prophetie Serumus nun zugänglich. Aber das wird sicher länger dauern. Könnte ich mir bei so einem fetten Gegner vorstellen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren, zu likearieren. Das hilft meinem Kanal aus. Guckt euch gerne die nächste Folge an. Ich stelle sie sowieso rein. Bis dann. Und kriegt noch einen Emo. Tschüss.